Wer war Yosima? Wenn sie überlebt hätte, wäre sie heute 21 Jahre alt, erzählte im Jahr 1950 Yosimas Cousine Rachel Euerbach, die mit ihrer Familie während der Besatzung im Warschauer Ghetto gelebt hatte. Ihr Name wäre sicher überall berühmt geworden, wo Juden leben. Sie hätte weltweit die Liebe Hunderttausender von Menschen genossen. Yosima Feldschuh, die 11-jährige Pianistin des Warschauer Ghettos. Absolutes Gehör, ein beispielloses musikalisches Gedächtnis, eine außergewöhnliche Auffassungsgabe und enormes technisches Tempo. Das Gefühl eines brennenden und reichen emotionalen Innenlebens. Mit diesen Worten fährt ihre Cousine fort, Yosima zu schildern. In der Isolation des Ghettos bekam Yosima ihren Unterricht bei der bekannten Lehrerin Hanke Dickstein. Sie übte 4, 6, sogar 8 Stunden täglich. Ihre kleinen Hände mit den langen Fingern erweckten Bewunderung und erlaubten ihr, selbst die schwersten Etüden mit spielerischer Leichtigkeit zu bewältigen. Schließlich ließ ihre Mutter nicht zu, dass sie sich mit anderen Dingen vergnügte, nur mit ernsthafter und bedeutender klassischer Musik. Ich sage das ohne Übertreibung, aber Yosima zählte trotz ihres zarten Alters zu den interessantesten schaffenden Künstlern im Warschauer Ghetto. Wenn ich Tag für Tag nach Schwerstarbeit und schrecklichen Erlebnissen in der öffentlichen Küche des Ghettos nach Hause kam, erfasste mich der Zauberkreis ihrer Musik. Yosimas Mutter achtete streng auf eine rein klassische Erziehung. Deswegen veranstalteten wir beide in den Stunden, in denen sie außer Haus war, für uns selbst kleine Partys mit leichter Musik. Ich brachte ihr jüdische Lieder bei, deren Melodien sie rasch erfasste und mit ihrem Spiel begleitete. Zudem trillerte sie gern mit ihrer lieblichen Stimme polnische Volkslieder und Schlager aus der Zeit vor dem Krieg. Eines Tages begann Yosima auch damit, eigene Werke zu komponieren. Mit einer zur Schau getragenen Wichtigkeit, die angesichts ihres so jungen Alters etwas lächerlich wirkte. Man erzählte, dass es auch von ihrem Wunsch, Komponistin zu werden, um der Welt zu beweisen, dass auch Frauen imstande waren, nicht nur die Werke anderer zu spielen, sondern auch ihre eigene Musik zu schaffen. Thank you.
Josima widmete mir eine selbstverfasste Melodie, der sie den Namen »Die Trauer am Flussufer« gab. Hinzu kamen einige Mazurkas, Walzers, fünf Melodien, die Josima unter Einfluss der Schabbatlieder und Gebetsmelodien komponierte, die sie aus den Wohnungen der Juden hörte. Ihre Mutter bezeichnete diese Werke als Schabbatjaden. Über Josimas trauriges Ende erzählt ihre Cousine: Am Vorabend des Pessach und des Osterfestes, am Vorabend des Warschauer Ghettoaufstands, begleitete ich Josima zu einer Untersuchung bei einer Lungenfachärztin. Das Urteil der Spezialistin war kurz und bündig. Da gäbe es nichts zu retten. Josimas Lungen seien durchlöchert wie ein Sieb. Ihr blieben nur noch wenige Tage. Sie würde vielleicht noch eine Woche oder auch nicht einmal das zu leben haben. Hinter verriegelten Türen, hinter von Vorhängen verdeckten Fenstern verzog sich das schreckliche Abschiedsdrama der Eltern von ihrer Tochter. Josima verstand, dass sie sterben würde und verabschiedete sich von uns allen. In der Dunkelheit des Gartens hinter dem Haus wurde sie im Alter von 12 Jahren in verklumpter Erde unter einem jungen Baum ohne Sarg beigesetzt.